Wir waren, genau, rechte Hand ziehen. So, jetzt hat er hier meine Hand, blöd, möchte ihn wieder haben. Zieh ihn nach hinten, findet er jetzt auch blöd, zieht wieder zurück. Ganz wichtig dabei ist, nicht den Kontakt verlieren. Nicht, ich lasse ihn ziehen und stehe dann da. Sondern ich bleibe an ihm dran. Ihr habt gestern hier klebende Hände gemacht. Ne? Auch hierbei verliere ich nicht den Kontakt. Wenn er jetzt nach hinten zieht, nehme ich das doch mit und bringe hier vorne hin. Ja, guck, das findet er jetzt blöd und hält schon mal dagegen. Dieses Gegenhalten brauche ich, damit ich ihn öffnen kann, damit er auch nach vorne fällt. Und das ist eine Abwehrtechnik wird. Quasi, wenn er jetzt hier schön gegendrückt, mache ich auch. Genau, und er fällt dann nach vorne, was er dann auch wieder. Also, er zieht hier, ich ziehe ihn hier rein. Ich begleite ihn hier, er zieht zurück. Ich begleite ihn hier, öffne hier und fange hier jetzt an zu schieben, weil er fällt nach vorne, findet er blöd, deswegen weicht er aus. Er marschiert jetzt rechts an mir vorbei, packt mich an die linke Schulter und zieht mich rum. Hier ist der erste Block, hier der zweite Block, ich fasse hier das Handgelenk, jetzt nehme ich das Bein zurück und steche hier einmal in den Hals. So, er hat mich hier an der Hand, ich ziehe hier, er zieht zurück, ich begleite ihn, ich mache hier auf, bin hier schießen, öffnen, packen, ranziehen, stechen. Hier, genau. Das ist ziehen. Zieht mich. Habt ihr heute auch schon gemacht, ne? Ich gehe wieder zurück in die Linie. Er schlägt der Hand hier vor. Ich gehe hier rein. Beide Hände innen. Ja, wieder anziehen. Ja, hier, ich gehe wieder rum.